So, mein Gott. So, meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen. Das letzte Mal haben wir jetzt ziemlich lange gesucht oder die richtige Stelle oder ziemlich lange gebraucht, um die richtige Stelle zu finden hier bezüglich des Ringefolgen oder so. Aber da hinten, ne? Da, guck mal nach. Das war nur Leuchtstein. Ich lach mich kaputt. Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen desillusioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ging gerade so... Guckt euch das doch mal an. Das sieht so krass aus nach so einem Ring. Also so quasi so ein Ring, der so vier blaue Ecken hat. Ne? Also so vier kleine Abschnitte, die blau sind und vier und so andere, die dann grau sind. Versteht ihr? So ähnlich wie auch die Abschussdinger aussahen. Die Platten, die... Oh, wie nennt man denn sowas nochmal? Ne? Die Zielscheiben, so. Mein Gott. Mein Gott. Das hat mich jetzt ein bisschen aus der Erfassung gebracht. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich da in der letzten Folge ein bisschen falsche Hoffnung gemacht habe. Ich check das nicht. Also hier ist ja scheinbar diese Plattform. Da unten ist der Glazierock, genau. Hier sind ja so zwei Scheiben. Aber wartet mal, das ist ja auch irgendwie jetzt gerade wieder Käse. Weil das sind nur so zwei Plattformen. Es gab doch auch so eine Stelle, wo so richtig viel waren. War das hier? Das war hier, glaube ich, ne? Guck mal, dann macht das auch hiermit wieder Sinn. Nee, macht eigentlich nicht Sinn. Macht doch keinen Sinn. Doch, hier ist dann so der Fluss, der auf dem Bild war. Aber irgendwie... Warte mal, ich guck gerade nochmal. Ja, guck mal, ja, okay, das ist auf jeden Fall die Stelle, würde ich mal jetzt einfach behaupten. Ist es dann beim... Ich check das überhaupt nicht. Wo soll das sein? Hier, guck mal. Das sind auf jeden Fall... Ja, die Stelle ist auf jeden Fall das hier. Die Stelle ist auf jeden Fall das hier. Okay. Muss es ja eigentlich direkt... am Schrein sein. Schrein sein. Irgendwo da. Ich weiß auch nicht, wie ich das triggere. Muss ich da mit wem reden? Sind die Dinger einfach da? Sind da einfach so Ringe, die da jetzt rumschweben? Ich bin ein wenig verwirrt, doch. Ja, ja. Das, harte Zeiten auf jeden Fall. Gaumaasa-Schrein. Gaumaasa. 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 Fuck. Sterbe ich daran gehe? Nee. Ah, ich komme auch nicht durch. Mann, ich hasse das, ne? Ich hasse diesen Schrein wie die Pest. Kommst du aber nicht durch. Mann. Hier ist auch noch so ein scheiß Viech in der Nähe. Oh, Revali's Gale ist ja gleich wieder da, ne? In 7 Sekunden. Okay. So lange werde ich mich ja wohl noch gedulden können. Ich habe die Befürchtung, weil hier das Viech sogar so gemacht hat. Jetzt hat er aufgehört. Dass hier irgendwo im Eis einer drin ist. Oh mein Gott, ich bin so ein Blindfisch. Das steht doch... Ich bin hier sogar rumgeklettert, rumgeflogen. Oh Mann. Oh, so blöd. So offensichtlich. So scheiße. Oh Gott. Tut mir leid, meine Freunde. Ich habe den Krog, glaube ich, gefunden da unten. Ui, der ist aber versteckt, ey. Ah, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich bin da wirklich direkt dran vorbeigeflogen in der letzten Folge. Ich wette, man hat es sogar im Bild gesehen, dieses Ding. So wie ich mich wieder kenne. Aber ich hab's nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Es tut mir voll leid. Okay, okay. Okay, okay. Ich hab verstanden, was das Ringe durch. Ne? In der kurzen Zeit oder so, oder wie die Aufgabe hieß. Schild schlittern. Ich will nochmal gucken, wie das. Lichtring führen lassen. Na gut. Muss immer mal gucken, wie ging das nochmal hier? So, ne? Nee. So ging das. Zack. War nicht so gut. Weil so ein. Hui. Timer gerade. Da lang ging. Boah, ich finde das aber ganz. Ich bin genau in die drin gelandet, als ob, Alter.
Ach, da sehe ich auch den Timer. Man sieht auch den Timer da dran. Da. Das da oben wird weniger. Jetzt habe ich es auch gesehen. Wollte ich sagen. Das ist ja schon so ein bisschen prädestiniert hierfür, ne? So als wenn das so extra für die Rennbahn hier gemacht wurde, die Stelle. Ne? Aber wurde es nicht, weil das DLC kam erst nachher. Die Rennbahn quasi. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Boah, in letzter Zeit, ne? Reden. Das ist unglaublich schwer auf einmal. Ich habe echt Wortfindungsstörungen. Da merkt man schon wieder. Ich habe echt Wortfindungsstörungen in letzter Zeit. Ich echt andauernd so fallen mir die einfachsten Wörter nicht ein. So wie eben. Zielscheibe ist mir nicht eingefallen. Ich glaube, ich agiere zu wenig in der echten Welt. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, meine Freunde. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Okay, das war's. Cool. Aber die Aufgaben sind halt echt leicht bisher. Also, das kann gerne so bleiben. Wird's aber nicht. Wird es nicht. So. Sogar. Ich wusste gar nicht mehr, dass die Musik hier kam, aber. Hey, ich hab's richtig geraten. Kiatossa-Schrein. Toblerone-Schrein. Ich hätte gerne noch den Toblerone-Schrein. Wäre cool, wenn es in dem Spiel so einen Editor gäbe. So einen eigenen, so die eigenen Tempel bauen quasi. Dann können wir die selber benennen. Dann würde ich einfach die ganze Zeit, die ganzen Namen, die ich so im Laufe des Plays irgendwie hatte, umsetzen. Toblerone-Schrein. Mehr fallen mir jetzt gerade schon nicht mehr ein. Ich hatte so ein paar genannt auf jeden Fall. Irgendwelche lustige Namen, die mir eingefallen sind. Die mich an die jeweiligen Namen der Schreine, die ich zu dem Zeitpunkt entdeckt habe, erinnert haben. Ich glaube, der Satz war sogar grammatikalisch korrekt. Ich bin beeindruckt. So, was ist das hier? Oha. Schomlamlamla, willkommen, mein Name ist Klubblablabla. Muss ich gleich mal, wenn ich den Typen da, ne, den Gollum treffe. Gute Prüfung. Mal gucken, was der sagt, weil, ne, ich habe letztes Mal geskippt und dann erst gesehen, dass man da ja was ganz anderes bekommt. Einen anderen Orb. Und, ne? Muss ich mir gleich mal angucken. Ich kann mir vorstellen, was hier passiert. Ne, doch nicht. Oh Gott. Ich krieg ja SpongeBob, Schwammkopf. Schwammkopf. Schlacht um Bikini Bottom Flashbacks. Wo man ja auch mal so eine Kugel da lang führen musste. Und dann quasi immer alles richtig machen musste, so ungefähr. Ah! Das war nicht geplant. Oh Gott. Oh Gott, Leute, das ist echt nicht euer Ernst, oder? Oh nein! Das Spiel kaputt gemacht. Komm schon! Oh. Kann ich den da oben nicht einfach klauen, wenn er da irgendwo rumfährt und einfach hintragen? Will ich den mal ausprobieren, hö? Ja, okay, warte mal, aber der fährt ja. Achso, den muss ich dann ganz am Ende rüberballern, so quasi. Okay, aber ich will die Truhe haben, weil die ist. Da oben drauf bestimmt. Ja, da. Ach so. Oh, ich bin auch so blöd, ne? Hier. Den mal hochfahren. Bringt mir jetzt nicht allzu viel, doch nicht. Warte mal. Ach so. Ah, ich hab verstanden. Oh, natürlich. Ich glaube, ich habe verstanden. Geht jetzt nicht, ne? Solange das Ding irgendwie hochfährt. Ja. Ich bin gut in das Spiel. So, warte mal. So. Beziehungsweise, ja. Ja, so. Mein Gott. Das hatte ich von Anfang an geplant. Aber mein Gehirn hat es nicht so ganz geschafft, die richtigen Inputs dafür zu geben. Dip. Ich habe das erste Wasser beim ersten Mal nicht so realisiert, beziehungsweise nicht gecheckt, nicht dran gedacht, dass man da ja. Yeah!
Eisfinger drin setzen kann. Ich glaube, es war ein Bogen gerade, oder? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich habe lieber darauf geachtet, weil es hier immer nur scheiße ist. Feigenbogen, obwohl Feigenbogen ist ganz nett. Ich glaube, der hat Weitschuss oder so. Oder so. Okay, dann müssen wir uns erstmal hier angucken, was hier überhaupt abgeht. So, hier rollt er noch ganz normal lang. Da hat man genug Zeit quasi. Dann rollt er hier lang. Muss quasi so machen. Ja. Ja, aber die, okay, die bleiben da. Das ist ja okay. Also er bildet schon mal gleich die Kurve hier. Auch wenn ich jetzt gerne zugucken würde. Hat sogar so halb geklappt, wa? So. Natürlich blöd, dass ich noch nicht weiß, was da unten eigentlich auf mich wartet. So, warte, warte. Lieber warten. Der hat sich echt nochmal umgedreht. Ich werd bekloppt. Ja, okay. Warte mal. Dann kann ich mir hier Zeit lassen und mal gucken, was ich hier eigentlich machen muss. Sterben! Sterben ist auch immer eine gute Möglichkeit. Der landet dann ja. Das check ich nicht. Doch, eigentlich schon. Der muss da irgendwie drauf landen, dann muss ich da ganz schnell raufspringen. So, ui. Und abhauen. Oder so. Spontane Vermutung. Vielleicht sogar richtig ist. Dass bis da oben gespeichert wird, ist halt echt ganz nett so. Also, dass ich nicht quasi jetzt von oben alles nochmal neu machen muss. Das nicht so ein perfekter Durchlauf erfordert. Wie bei SpongeBob Schwammkopf. Bei SpongeBob Schwammkopf. Ich habe nie in meinem Leben SpongeBob Schwammkopf, glaube ich, gesagt. Mann, bei Schlachten mit Kini Bottom, ihr wisst schon, habe ich auch Let's Played. Cooles Spiel. Wo ich durch einen Bug keine 100% bekommen konnte. Sondern nur 99%. Quasi das Bonusende dann, das 100% Ende in einem Video zeigen musste. So ein Ranz, ey. Okay, jetzt muss ich es ja perfekt timen hier. Das Timing war absoluter Müll. Was war das denn? Mann, ich kann doch gleiten. Ich kann doch ein bisschen warten. Oh Mann, ey. Ah! Ey, das geht doch. Muss doch irgendwie anders gehen, oder? Oder ist da unten? Warte mal. Ha. Ich versuch mal was. Gerade einfach mal. Ich lasse ihn einfach mal durchlaufen da unten. Gucken, was passiert, wenn er da auf das Ding fällt. Wir haben noch Zeit. Zumindest, wenn es dir jetzt hier noch 20 Jahre dauern würde. Aber so ein Schreien ist eigentlich eine kreative Idee. Hat eigentlich noch gefehlt. Wollte mal nachdenken. Nein, Spaß. Okay, der fährt einfach rüber. Der fährt einfach rüber. Ich dachte, das würde ihn halt irgendwie runterkicken oder so. Versteht ihr? Habe ich aber jetzt echt nicht verstanden, was ich da machen soll. Oh mein Gott, ich habe doch verstanden, was ich machen soll. Ich kann das hier machen. Oder? Ja. Ich bin dann. Ach, guck mal da an, jetzt wo ich es auch sehe. Dann muss ich. Nicht das. Muss ich bestimmt das hier noch machen. Ich hoffe, das reicht. Bom, bom, bäh. Obwohl, da könnte er. Warte! Wie in der letzten Folge schon gesagt, ich sag sie auf Warte. Machen wir lieber so und dann direkt da dran, beziehungsweise ein bisschen näher. Ja, der ein bisschen Fallbahn. Fallballer. Und dann buff, buff, bläh. Da geht er auf jeden Fall safe rein. So, und du gehst mal weg hier. So, jetzt aber. Mein Gott. Rückzug. Jetzt wird alles gut. Wartet. Wow, so weit wollte ich nicht. Ich lass mich lieber runtergleiten. Ja. So, passt doch fast perfekt. Können wir uns das Spektakel. Speck mag ich. Von hier oben angucken. So, zack, zack, zack. Bam, bam. Bam. Wunderbar. So, und jetzt einfach nur da rum aufjumpen. Da. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht da noch irgendwas timen muss oder so. Von wegen. Ah, perfekt. Perfekt. So, Gollum. Was hast du für mich? Alter, hat lange gedauert. Na, geht eigentlich. Na, Viertelstunde. Das geht eigentlich, weil, ich muss ja auch nochmal das Ding suchen hier und abfahren, ne? Passt schon. Bevor ich das noch gefunden habe, ey. Oh, so,
Ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass ich in der letzten Folge nicht gesehen habe. Aber will man machen, ne? Was will man machen? Du hast meinen Prüfung gemeistert und in zwei bist du außer wieder Held. Nicht skippen. Im Namen der Göttin verleihe ich dir dein Zeichen von Meadow. Okay, sonst glaube ich nichts anderes, wa? Da ist Meadow drauf. Oh! Bling. Sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung. Ja, das hatten wir ja. Das hatten wir ja. Nur noch eines. Und ich weiß sogar, wie ich das kriege, theoretisch. Ah, auch wenn das echt stressig wird. Ah, Problem, man kann ja auch nicht speichern, so nach dem Motto, oh, Aedra ist da, schnell speichern und versuchen. Nee, du musst ja, da kommt er ja nicht, beziehungsweise musst du eben nochmal wieder warten und gucken und bla, und dann ist er schon weg. Ah, so ein Scheiß. Ich will mal was gucken gerade. In meinem Inventory. Habe ich da eigentlich die Zeichen von Meadow separat drin, so? Ja. Ich habe den anderen leider schon aufgebraucht. Bisschen dämlich. Sonst wären da bestimmt zweimal so eine Dinger drin gewesen. So, dann hole ich mir mal Aedra-Dings, wa? Ja, oder suche ich die Stelle auf der Karte doch mal, ob da irgendwas ist. Weil... Ne? Ich weiß aber, wo das ist. Glaube ich. Ich glaube, das dürfte hier irgendwo sein. Hier. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder hier oder so? Ups. Achso, hier allgemein, ne? Das ganze Ding hier. Oder? Ja, oder? Oder? Ja, muss so. Punkt. Dann nehme ich einfach mal den hier. Markiere ich mir das hier? Hier auf der Kante war das, ne? Irgendwo war da noch so ein... Wo war eine andere Stelle, die ich gesetzt habe? Den Berg da oben, ne? Genau da. Wächter mit! So, dann dahin. Einfach mal gucken. Vielleicht ist er da gerade, ne? Vielleicht chillt er da einfach so krumm. Weißt du, fliegt heute mal nicht. Macht sich einen schönen Tag da. Hat sich Netflix angemacht. Kann ja sein, ne? Ja, oder halt zumindest, dass ich da irgendwie starten kann von da aus, weil, ne, ich muss da ja, es reicht ja wahrscheinlich nicht, so ein scheiß Hornblätter zusammen, ich muss aber schon irgendwas damit machen. Damit sich ein Schrein öffnet, ne? Damit sich ein Schrein öffnet, meine Freunde. Da ist ja irgendwie so eine Ablage, wo ich das rauflegen muss. Ich bin immer müde. Vom Leben. Ich möchte sterben. So, warte mal. Warte mal. Ah, ich liebe es. Warum sage ich es oft? Warte mal. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Das tut mir auch echt leid. Ich weiß nicht, warum ich das so oft sage. Hier ist so eine riesenfreie Fläche, wa? Hier würde ich mir ein Haus bauen. Da oben drauf. Da oben drauf. Ja, ob ich... es regnet. Es regnet. Natürlich regnet's. Speicher mal, ne? Falls ich da unten abstürze und sterbe und verrecke. Dann kann ich hierhin zurückkehren. Bin ich denn auf geraden Wege? Nein, nicht ganz. Irgendwo doch da, er war. Ja, immer dann, wenn ich kletter, da oben drauf, glaube ich, ne? Immer wenn ich klettern muss, regnet's. Ich hasse das. Kackspiel, ey. Da kein Bock mehr drauf. Vielleicht gibt es da irgendeine Rüstung jetzt, eine neue, die quasi gegen Regen... Rutschkram schützt. Das wäre halt mal was. Okay, hier regnet es gerade eh nicht mehr. Nevermind quasi. Aber es ist trotzdem, ne? Bevor ich hier gleich abstürze. Ich habe nichts von denen aufgewertet, wollte ich sagen. Dup,
Das Dell wird immer länger. Kann ich hier mal irgendwie kurz stehen oder so? Ein bisschen restoren konnte ich. Der Pate-Trilogie, The Francis Ford Coppola Restoration. Ich musste gerade daran denken, als ich restoren gesagt habe, ja. Ach, leck mich doch am Popoloch. Ich hasse dich, Link. Ich hasse dich und deine Unfähigkeit zu klettern. Also du kannst ja halt super geil klettern, ne? Aber dann doch nicht zu meiner Zufriedenheit. Man kann immer meckern, ne? Das ist unglaublich. Weißt du, da hat man die Möglichkeit, in diesem Spiel überall hoch zu klettern. Ja? Alles zu erkunden und ich reg mich trotzdem auf, dass man bei Regen runterfällt. Weißt du, das sind First World Problems, meine Freunde. Ich habe es erkannt. Ich bin ein verwöhntes Einzelkind. Und ein Bastard. Hui! Achso, doch. Ja, guck mal einer an. Da ist was. Da brennt was. Da brennt es. Oh, dein Feuerlöscher. Der Feuerlöscher rettet den Tag. Ich habe neulich die... War doch Infinite Warfare, glaube ich, die... Oh! Ach, fuck my life. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich gefickt, glaube ich. Na, wenn er mit Stil. Die Infinite Warfare Review von alte 4 Games angeguckt. Ich meine, ist zwar schon 3 Jahre alt. Das fand ich sehr lustig. Mit dem Feuerlöscher, weil er irgendwie mehrmals die Situation rettet. Der Feuerlöscher rettet den Tag. Ja, so ungefähr. Ah, schön. Irgendwas. Ich meine, dieses auffällige, der auffällige Rauch, ne, der hat was zu bedeuten. Der hat was zu bedeuten. Alter, sitzt hier ein Typ hier rum? Ach so. Ich dachte gerade, es wäre ein Nigger. So. Oh, du bist es. Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Wer bist du? Ich kenne dich nicht mehr. Der Häuptling hat mich hergeschickt, um ein Auge auf den Drachen zu haben, der hier gelegentlich erscheint. Letzte Zeit ist er ziemlich oft zu sehen. Jetzt machen sich alle Sorgen, dass er in das Dorf einfallen könnte. Da war ja die Sache mit Medo, also kann ich ihnen nicht vorwerfen, dass sie besorgt sind. Bisher scheint alles in Ordnung zu sein, aber ich bleibe besser noch ein wenig hier. Mal sehen. Der Drache durchquert dieses Tal immer bei Nacht. Und wenn er das tut, leuchten seine Hörner. Das Licht zieht einen wie magisch an. Okay, bei Nacht. Ich hab verstanden. Jetzt auch wirklich so ein bisschen nachts warten können, ne? Boah, das wäre halt noch so ein Ding, ey. Er ist weg. Der Typ ist weg. Okay. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist nicht passiert. War da gerade schon was? Nee. Ach, jetzt steht er da hinten rum. Ich gehe gleich mal zu ihm. Mal kurz hier hinter gucken. Aha. War doch nicht so aufregend. Dude! Aber das ist eine gute Stelle hier. Danke für den Tipp, ne? Hier kann man halt echt gut farmen, glaube ich. Wenn er bei Nacht hier direkt vorbeikommt, kann man hier schön warten auf ihn, weil er auch durchs Tal fliegt. Das heißt, man selber hat den Highground, ja? Man ist quasi wie Obi-Wan Kenobi damals, hat den Highground. Kann ich dir mit etwas helfen? Was machst du hier? Na, nehme ich hier, bla, okay. Er sagt nichts Neues. Er sagt nichts Neues. Tja, was kann man denn hier so machen in der Zeit? Ich kann euch ein Ständchen singen. Von meinem Leben. Das war es schon. Mein Leben ist sehr trist. Ich glaube, ich gehe mich umbringen. Ja, ne? Können wir jetzt warten. Lalalalalalala. 22:20 ist es nämlich. Schon. Ich kann mal kurz hier mein ganzes Blatt wieder aufsetzen. Leider ist ja was. Hier ist gar nichts. Ist ja langweilig. Ich meine. Das Geräusch der Krog-Erscheinungssound. Das ist bestimmt einfach so ein Yoshi-Sound, der einfach nur gepitcht wurde. Versteht ihr schon? Man kann den Yoshi-Sound nicht nachmachen. Niemand kann den Yoshi-Sound nachmachen. Ich geh da nicht schnell. Soll ich ein schönes Liedchen singen? Was für ein Lied kenne ich denn mal? Is this the real life? Or is this just fantasy? Fantasy.
Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Boah, du scheiß Drache, jetzt komm doch her, ich hasse dich. Kann ich nicht? Ich hatte gerade die Idee, mir hier so ein, ne? Marker, hier, da, so, ne? Mein Gott, Worte, es ist super schlimm. Hier sind voll die scharfen Texturen, guck das mal an. Hier ganz komisch. Da unten, seht irgendwo, da. Sieht komisch aus. Wie nennt man das denn? Was wollte ich auch gerade sagen? Den Sensor auf Eldra zu stellen, aber da macht wenig Sinn. Du 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 du. Du 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 du. Anyway the wind blows. La 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 la. Oh, da ist er. Da ist er ja. Ja, moin. Okay, jetzt wird es natürlich spannend. Warum ich den ehrlich noch nicht gesehen? Ja, wird natürlich spannend. Jetzt muss ich halt irgendwie seine Klaue oder so treffen. Frage ist, ich gehe doch mal speichern. Auch wenn er gleich, wenn ich neu lade, nicht da sein wird, wahrscheinlich. Man hat halt nur eine Chance bei dem Kack hier. Ich hasse das. Muss ich ja nochmal abends machen und nochmal so lange warten. Das ist geil, wa? Das ist geil. Das ist geil. Ich weiß halt auch gar nicht genau, wie man sein Horn... Also man muss ja... Warte mal, Horn... Ja, genau. Dankeschön. Danke für die Tipp, mein Freund. Ich wollte sagen, muss er sein Horn treffen, ne? Ja, es sollte auch eigentlich echt drin sein jetzt, oder? Guck mal, ich fliege ja sogar noch ein bisschen höher hier. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal auf ihn raufgeflogen bin und dann... einfach nur endverwirrt war. Ich hasse es. Natürlich muss genau dann... Ja, wunderbar. Ah, genau da meinen Bogen abbrechen, durchbrechen und ich anfange zu brennen. Aber es hat funktioniert, hey. Hey, hey, hey. Kriege ich sogar ein Item noch? Ja, herrlich. Wo fliegt das hin? Ich sehe es nicht. Oh, sogar auf die Plattform da, auf dieses kleine Stegchen da. Das ist ja herzallerliebst, ey. Jetzt peile ich mich aus einmal mit deinem geilen Schubanz hier. Das klingt so unglaublich falsch. Ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich, glaube ich. Aua. Ja, genau das Gleiche. Bäh. Mir lässt mal auch passieren. Und dann bin ich runtergefallen auf den Boden und war tot. Ach, guck mal, da hinten ist ja sogar der Schrein. Ich dachte, der wäre jetzt auf meiner anderen Seite gerade. Boah, wenn das nicht mal perfektes Timing hier von einfach allem ist, ja, dann weiß ich auch nicht. So, hatten wir noch nie. Eldra Hornsplitter habe ich nie gesammelt im Let's Play, ne? Wisst ihr ja. Weil ich nicht davon wusste, dass man noch andere bekommen kann. Generell wusste ich am Anfang überhaupt nicht, was man mit den Drachen anstellt. Und ich habe ja auch nicht gefarmt, wirklich. Irgendwelche Kleidungsupdates, deswegen habe ich es nicht gebraucht. Ist da ein Krog unter? Komm schon. Er schlägt nicht aus, also wird hier auch keiner drin sein. Aber vielleicht muss man ihn irgendwo hinbringen. In die Nähe. Shirtro. Was? Shirito Geoma Schrein. Shigeru Miyamoto Schrein. Ups. Ach ja, stimmt, man kann ja. Schwupp. Können wir ja theoretisch Strahlen verschießen. Aber ich bin nicht full life. Müssen mich dafür alle Herzen haben. Lalalala. Warum nutze ich ja nicht mal diese Cutscenes, um in den Haaren rumzufummeln, wo ich die Cutscenes doch eh skippe? Und man ist dann, das dann eh nichts bringt. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich tue es. So, was haben wir denn hier? Wind. Wer hätte es gedacht? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shirito Geoma Shigeru Miyamoto. Im Namen der göttlichen Lehre sollst du geprüft werden. Deine Morde. Halt die Fresse. So. In Ruhe zielen. Aha. Tschüss! Hui! Guter Start. Auf jeden Fall. Kann man so ins Bilderbuch. Bilderbuchstart.
Eine Bilderbuchlandung. Zweites Star Wars Zitat heute. Oder Anspielung. Was auch immer. Ich würde sagen, ich verschwende keine Pfeile. Schimbembembe. Mhm. Kann ich auch keine Pfeile mehr verschwenden? Guck mal, ob ich das noch schaffe in der Folge hier. Ups. Ah, das. Ich hab mir gerade im Auge gekratzt, ey. Ah. Gejuckt. Kratzt. Das klingt so. Klingt so, als hätte ich mit so Fingern hier richtig auf meinem Augapfel so rumgepult hätte. Aber das habe ich nicht. Okay. Was jetzt? Noch mehr zum kaputt machen hier, oder? Ich muss auf jeden Fall nach der Truhe Ausschau halten. Die in die Richtung irgendwo ist. Oh. Oh, okay, never mind. Ich habe sie gefunden. Und ich muss dann einfach nur mitfliegen, habe ich gelernt bei Mama zu Hause in Russland. Ich habe keine russischen Wurzeln. Ah. Bombenfall. Ja, das kann ich halt mal gebrauchen, so. Oh. Jetzt habe ich es auch verstanden. Nee, habe ich nicht verstanden. Das wäre halt perfekt gewesen, so. Hä, es geht ja immer wieder. Ja, ich kann auch den hier machen, so, ne? So ist es ja nicht. Na gut, das Problem ist, dass ich da nicht hochkomme. Na gut, aber vielleicht habe ich genug Zeit. Komm schon! Oh nein, oh nein, oh nein! Dong. Dramatischer Tod. Ist dramatisch. Hey, aber ich kann doch einfach. Warte mal. Nee, kann. Okay, kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. Ich hätte gedacht, das wäre. Das wäre cool. Ich wollte cool sein, aber ich war es nicht. Ich hab's versucht. Okay, wie komme ich da jetzt? Wie geht das? Der Wind macht das Ding immer zu. Da habe ich keine Chance mehr oder weniger. Oh lol, was war das denn? Mann. Ja, ja. Ganz vielleicht. Ganz vielleicht. Ich kann mich da auch schon reinstellen. Kein Problem. Ja, okay, es geht da gar nicht lang. Oh, Mano. Ich verliere nur meine ganzen Herzen, weil ich hier ständig runterfalle. Hä? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Habe ich eigentlich alle? Warte mal. Ja, ich werde alle Truhen haben, ja, ne? In Ruhe zielen heißt es. Mann! Hör doch auf, da hochzulaufen, du Spastiker! Ah! Oh, hä? Ich check das überhaupt nicht. Ich check das also überhaupt nicht. Wenn das jetzt offen ist und ich da hochgleite, dann komme ich da doch perfekt rein, theoretisch. Aber das scheiß Ding ist im Weg. Mach sie es mal zu. Achso, warte mal, kann ich einfach.
Oh, ich hasse mein Leben so sehr manchmal, ne? Ich vergesse diese Funktion halt viel zu oft. Ja, müssen wir nur eine Runde warten. Oh Gott, ey. Vergesst diese Funktionen, Mann, ne? Schrecklich. Na gut. Hab's immerhin noch gecheckt. Und das war's. Aber Leute, ich würde mal sagen, ne, weil vielleicht ja demnächst irgendwie eine Cutscene ausgelöst wird oder wir erfahren, wie es weitergeht, werde ich jetzt einfach hier die Folge beenden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Zelda. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.